Es war ja so einfach. Das war wirklich sehr einfach, aber das ist halt auch, Meal Prep soll ja auch easy sein, ne? Also Wow, sogar war schon gut. Ja? Ja. Es ist soweit. Wir machen ein Meal Prep. Meal Prep. Du arbeitest hoffentlich. Wenn nicht, such dir einen Job. Alles klar. Ja gut. Also ich habe natürlich, also als ich die Idee hatte mit dem Meal Prep, habe ich gesagt, einerseits eine gute Idee, weil wer braucht nicht Meal Prep, wenn er zur Arbeit geht. Andererseits Corona, Meal Prep, alle zu Hause, keiner zur Arbeit. Ich habe mir gedacht, egal. Du kannst ja auch einfach für morgen Meal Prep. Es ist für die Zeit nach Corona. Es ist für alle Menschen, die an eine Zukunft ohne Corona. Das ist für dich. Was machen wir denn heute? Wir machen zwei Gerichte. Warum zwei? Weil was ist besser als eins? Zwei. Richtig. Und deswegen... Was ist besser als zwei? Drei. Was machen wir denn heute? Vegane Bolognese. Nee. Vegane... Linsen Bolognese. Das Ding ist, ich habe es mit Soja schon mal ausprobiert und ich finde es gut. Echt? Glaub, wir haben vielleicht ein Video dazu schon gemacht. Oh Gott, wir haben ein Video schon dazu gemacht. Ja, klar. Das habe ich ganz vergessen. Aber das ist ja egal. 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 Wenn ihr also Bock habt auf eine Bolo mit Soja, so wie sie klassische Italiener macht, ja. Verlinkt ihr euch das. Wie der klassische Italiener macht, macht die Bolognese mit Soja. Soll ich dich mal ganz kurz gegen die Vitrine werfen? Sehr gut. Genau, also es ist relativ überschaubar, was man hierfür braucht. Das finde ich auch so geil daran. Wir machen es auch ohne Wein. Ich weiß, wie du dann sagen, ich möchte mal Wein. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Was sagen die Leute noch? Wir nehmen Aceto Balsamico. Dann haben wir hier Petersilie, wir haben eine Zwiebel. Wir haben Knoblauch und Bird-Eye-Chili. Bird-Eye-Chili? Ja, das sind so diese Mikrofeuerzäpfchen, da brennt wirklich alles. Was ist das für eine unappetitliche Kochsendung heute? Es ist wirklich, und da bekommt der Titel, hier riecht komisch, noch eine ganz andere Bedeutung. Nur, wenn wir uns das Essen immer hinten einführen. So. Was haben wir noch präpariert? Wir haben Tomatenmark, gestückelte hier Tomatenstückchen. Linsen? Warum sind die denn grün? Wir hätten auch rote nehmen müssen. Ja, weil es gab keine mehr, als du da einkaufen warst. Absolut. Aber das Gute ist, ich muss ja sagen, ich finde das so geil, man sollte natürlich nicht immer Dosensachen kaufen, ne? Aber es ist schon bei Linsen, weil die müssen ja sonst 45 Stunden kochen und 8 Wochen einliegen. Ich bin bei Expresskocher. Und genau, was hat man das? Uff, die sind wirklich richtig scharf, Mann. Digga, hast du das gerade so in den Mund genommen? Bist du völlig... Ich nehme alles in meinen Mund. Okay. So, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben hier Spaghetti, Vollkorn. Warum denn Vollkornpasta? Weil es gut ist. Ich mag einfach den... Geil. Ja, es ist schon recht laut, muss man sagen. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet, warum Vollkornpasta. So, und jetzt, guck mal, Gott, du schneidest jetzt... Lass mich doch erstmal ein paar Sachen erklären. Erklär mal ein paar Sachen. Du kannst ja erklären, während du die Zwiebel schneidest. Also, oh nee, dann stinken meine Hände nach Zwiebeln. Ist mir egal. Kannst du das nicht machen? Nee. Deine Hände stinken doch sowieso schon. Nein. Was, Gott, du bist unverschämt. Alles klar. Ich versuche ja Salz reduziert zu essen, funktioniert überhaupt nicht. Also ich versuche es nur, weil ich weiß, dass es nicht gesund ist, weil wir alle viel zu viel Salz essen. Aber bei Spaghetti habe ich nochmal nachgelesen, bei Nudeln ist es sinnvoll, das ins Wasser zu machen, weil das irgendwie für den Geschmack beiträgt oder so. Keine Ahnung. Also, habe ich schon auch schon mal, glaube ich, in den ersten Bolo-Video erklärt. Ja, aber ich glaube dir prinzipiell erstmal gar nichts. Dann Knobi. Knobi würde ich ehrlich gesagt einfach pressen, oder? Ich weiß, und wenn jetzt wieder ein paar Leute sagen, die... Der ganze Geschmack, Bitterstoffe, keine Ahnung, ja, ja. Soll ich die Pasta schon mal reindonnern? Hinten? Ja. Mach mal die Pasta runter, die mal rein. Also, es gibt zwei Varianten, wie man das macht, ne? Man brät die ganze Scheiße jetzt in Öl an. Aber wir haben jetzt heute, wir wollen heute, weil wir gleich noch was mit Öl anbraten, machen wir es heute mal ohne Öl. Wir machen es mit Wasser. Ja. Aber ihr könnt es gerne mit Öl machen, dann ist auf jeden Fall mehr Aroma. Was geil ist, wir haben uns überlegt, was ist ein Gericht ohne Mandelmus? Kein richtiges Gericht. Nein, wir können also, man kann... Optional. Optional noch ein bisschen Mandelmus reinmachen, weil es ist ja vielleicht auch ganz geil, noch so ein bisschen Cremigkeit da reinzubringen. Wow, das sieht ja richtig gut aus.
Bin auch sehr gespannt. Ich auch. Weil die Bollo, die wir damals gemacht haben, wie war die nochmal? Ich glaube, die war gut. Ja, mega. Haben wir schon mal irgendwas gemacht, was nicht gut war? Ja. Okay. Das musste Schokolade, aber da haben wir viel zu süß gemacht. Und? War es echt gut? Heiß. Heiß? Ja, okay, gut. Fehlt Salz, aber sonst lecker. Machen wir Salz rüber direkt. Komm, es war ja so einfach. Das war wirklich sehr einfach, aber das ist halt auch, Meal Prep soll ja auch easy sein, ne? Also Wow. Sogar war schon gut. Ja? Ja. Ich glaube auch, also ich wollte es nochmal probieren mit Salz. Und noch ein bisschen Chili könnte man reinmachen, ne? Ja. Aber ist gut. Lecker. Ist echt lecker. Ja. Dann würde ich sagen, erstes Gericht Nummer 1, dann ein voller Erfolg. So, rumpf mal. Also so, Runde 2. Gesundheit. Wir machen Tofu-Hackbällchen. Das Geile an Tofu-Hackbällchen, finde ich, ist, die kann man... Immer. Nachts, du stehst auf, hast Bock, was zu essen, Tofu-Hackbällchen. Morgens, du willst was bestellen, ja, Tofu-Hackbällchen. Du kannst sie in ein Sandwich reinmachen, du kannst so einen Meatball-Sub machen. In den Bollo, die wir gerade gemacht haben. Du kannst sie einfach so zu einem Barbecue oder sowas mitbringen. So, wir fangen erstmal an. Wir haben hier Knoblauch 10 oder wie du sagst, Zähen. Ich genau. Weiß nicht, warum du das sagst. Und du kannst, warte mal, ich nehme ein bisschen Tofu. Wir brauchen 100 Gramm Tofu, Naturtofu. 100 Grams. Oh, geil. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als 100 Gramm, aber nicht so schlimm. Ich pflücke hier den Petersilienbaum. Jetzt haben wir hier quasi, und jetzt schnibbelt man das. Jetzt macht man das hier richtig schön. Und so schnibbelt man keine Petersilie, dann machst du das Messer kaputt. Jahre später. Pressknobi. Ist wirklich gut, guck mal. Geil. Das Gute ist, nichts da drin ist wirklich Fleisch und muss wirklich, also Tofu kannst du ja auch roh essen, theoretisch, ne? Also, ach echt? Ja. Ach, Gordon hat mich eben gefragt, ob ich viel Tofu esse. Und ich esse sehr viel Tofu, weil Tofu meiner Ansicht nach echt geil ist. Kann man super viel mit machen, geile Eiweißquelle, gute Kalziumquelle. Und? Hier sind die Buletten. Das sind jetzt Buletten geworden erstmal. Aber warum? Weil sie ein bisschen zu dick waren. Ja, wir waren einfach zu faul, muss man sagen. Also ich war zu faul. Ich hätte das einfach weniger und dann richtig kräftig anbraten. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Deswegen zerfallen die jetzt. Also was heißt zerfallen? Aber wir essen jetzt mit Senf. Geschmacklich sind sie auf jeden Fall sehr lecker. Boah, der Senf, der Zwiebel. Ja, ich habe ihm extra scharfen Senf. Aber ist echt gut. Und die zerfallen auch nicht so richtig. Boah. Also geil sind die. Finde ich richtig gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Geräte. Ist jetzt nicht unbedingt gesund, weil wir es hart frittiert haben. Aber einfach. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt, wie gesagt, total vielfältig. Ihr könnt ja theoretisch auch Burger daraus machen, ne? Stimmt. So, Leute. Das waren die beiden Gerichte. Haben wir mal schnell aus der Hüfte geschossen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Das stimmt. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Haut mal einen raus, Leute.